Der 23. Spieltag steht an, liebe Herr Thanerin und Herr Thaner. Und damit begrüße ich euch ganz recht herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer Matchday-Warm-Up-Show. Wir wollen heute natürlich über das anstehende Spiel gegen RB Leipzig sprechen, werden aber natürlich auch ein paar Worte noch über diese bittere Niederlage in Fürth verlieren. Und mein heutiger Gast schrieb mir kurz nach Abpfiff des Spiels schlicht und einfach nur ein Wort. Wahnsinn. Lukas Vogelsang ist heute wieder mein Gast und schön, dass du trotz allem heute wieder hier sitzt auf dieser ganz wunderbaren Couch, die dir sehr gut zu Gesichte steht. Schön, dass ich hier sein darf, aber ich sitze trotz allem, du siehst das direkt hier in Abwehrhaltung. Ich bin so der Grummelkiebitz. Ich bin nämlich sauer. Ich bin nicht nur Fürth geschädigt, sondern ich bin ja auch Hinspiel geschädigt. Ich bin nämlich zum Hinspiel damals nach Leipzig gefahren, noch am Tag. In Berlin waren 20 Grad, in Leipzig 35, war völlig falsch gekleidet, kam dahin, dachte, komm, Hertha in Leipzig, das wird ja was. Spoiler, es wurde nichts und es war wieder, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dieses schwierige Duo auf der 6 mit Toussaint und Askasiba, was nicht funktioniert hat. Du bekommst 6 Buden in Leipzig, fährst wieder nach Hause, steigst in Südkreuz aus und denkst, ups, was war das denn eigentlich? Und meine Hoffnung ist, dass es diesmal besser läuft. Ja, und ich kann mich noch daran erinnern, dass du auch einiges dafür getan hast, noch an Tickets zu kommen, um extra nach Leipzig, hast viele Termine geschoben, um unbedingt dieses Spiel zu sehen, weil du natürlich irgendwie berechtigte Hoffnung hattest. Zu diesem Zeitpunkt sah es ja auch noch gar nicht so duster aus, wie es jetzt vielleicht aussieht nach dieser Niederlage gegen den Tabellenletzten. Und wenn man so ein bisschen die Tonalität nach dem Spiel gehört hat, Abstiegskampf jetzt annehmen, jetzt müssen wir einen Mentalitätswechsel vollziehen, so hat es ja Taifun Korkut gesagt. Jetzt spielen wir heute gegen das zweitbeste Rückrundenteam. Lukas, wenn du mal in dich reinhorchst, du saßt gerade mit verschränkten Armen. Bist du trotzig? Was ist dein Gefühl gerade? Ich bin ja immer trotzig. Ich probiere aber immer irgendwie an der letzten Hoffnung festzuhalten und zu gucken, was kann man mitnehmen und wie kann es besser werden. Das Absurde ist aber nur, im Hinspiel waren die Leipziger ja auch eigentlich noch schon völlig außer Form. Diese Hinrunde ist gar nicht gut gelaufen für sie. Ich weiß noch, als sie aus der Champions League ausgeschieden sind, waren sie in der Bundesliga, glaube ich, 12. Und haben aber was gepostet, glaube ich, bei Twitter oder Instagram. See you next year Champions League. Und jetzt hat sich so ein bisschen aus Leipziger Sicht die Tabelle bereinigt. Sie sind 4., sie haben wieder angedockt an die Champions League-Plätze. Sie werden auch in die Champions League gehen und sie spielen jetzt langsam diesen offensiven Fußball, den sie sich ja unter Jesse Marsch erhofft haben. Dafür brauchte es einen Trainerwechsel, wir werden ja darüber sprechen. Aber allein diese Offensive, wenn du dir anguckst mit Olmo, mit Nkunku und so, da kommt ganz schön was auf uns zu. Ich habe aber so ein bisschen die Hoffnung, dass wir in der Abwehr was lernen aus dem Fürth-Spiel, auch taktisch und in der Zusammensetzung. Kempf kommt zurück, darüber sprechen wir nachher auch noch. Aber ich glaube, wir werden 2-3 Ideen haben, wie wir sie eventuell nicht so zur Entfaltung kommen lassen werden, wie in diesem Hinspiel. Das ist meine große Hoffnung, dass die Mannschaft sagt, okay, wir wissen, wie die uns platt gemacht haben in der Hinrunde. Wir wissen, dass die sehr stark sind, besonders über die Außen und dann hinter den Spitzen. Aber wir haben dem was entgegenzusetzen und darauf hoffe ich, dass diese eine Idee kommt. Wie schaffen wir es, Leipzig zu Hause, und ich sage, zu besiegen? Bevor wir jetzt noch tiefer in die Gegneranalyse gehen, lass uns noch kurz über das Fürth-Spiel sprechen. Wir machen das kurz und schmerzlos, wie so mit einem abgezogenen Pflaster. Wir schauen uns jetzt noch mal ganz kurz die Tore an. Lieber Thanerin und Herr Thaner, ganz schnell. Wir werden nichts analysieren, aber wir haben natürlich auch einen journalistischen Anspruch und es gehört eben auch zur Wahrheit dazu, dass eben 3 Tore an diesem Nachmittag gefallen sind. Lukas, das erste bereits nach 27 Sekunden. Ja, es war ein eigener Anstoß und dann direkt das Kontertor. Aber das steht ja auch so ein bisschen symbolisch für ein größeres Problem, sage ich mal, dass wir immer wieder diese Anfangsphasen verschlafen. Ich glaube, nur Kaiserslautern hat bereits, ich glaube, sie haben 18 Mal schon in der ersten Minute ein Gegentor kassiert. Wie willst du denn dann, wenn du schon die ganze Zeit den Rückstand im Rücken hast, überhaupt noch deinen Matchplan auch durchziehen? Das ist, glaube ich, auch schwierig. Aber ne? Das scheint so ein bisschen, das geht ja dann so richtig in die Richtung eines so blau-weißen Hertha-Fluches, weil das ist ja was Historisches. Also diese 16 Spiele sind ja nicht aus dieser Saison, sondern sind über die gesamte Bundesliga-Zugehörigkeit von Hertha BSC zu denken. Und dann scheint es ja was zu sein, was in der Vereins-DNA ist. Also wir sind die Anfangsphase verschlafen. Und es ist natürlich ein bisschen schade, wenn sich sowas immer wieder einholt, weil seit 3 Jahren habe ich das Gefühl, egal mit welchem Trainer, egal welche Losungen ausgegeben werden, wir probieren uns selbst zu entkommen. Hertha BSC probiert sich selbst und seiner Historie zu entkommen. Wir sind jetzt das dritte Mal in Folge im Abstiegskampf. Das kommt
aus den Köpfen nicht raus, du merkst es wieder, du spürst es und ich glaube, das ist so ein sich selbst verstärkendes Mantra. Man glaubt nicht dran, wenn man dann weiß, ey, wir haben Schwierigkeiten mit der Anfangsphase, dann hat man aber auch sofort in der Anfangsphase schon weiche Knie. Also es ist ein mentales Problem. Ich würde schon sagen, wenn du einen Anstoß hast gegen den Tabellenletzten aus Fürth, den du, wir erinnern uns an den Einstand von Jürgen, im Hinspiel sogar noch besiegt hast mit viel Drama, was ja auch dann so ein bisschen Push für die Saison hätte geben können. Und dann ist der Anstoß und dann hast du einen Pressschlag und dieser Zufall, das war ja ein Zufallsmoment, nimmt deine ganze Viererkette auseinander. Die ganze Arbeit gegen den Ball, du willst da sein, du willst ein Zeichen setzen und dann steht es 1-0. Und ich sag dir eins, als Hertha-Fan, ich saß da, ich hatte Freunde eingeladen, ich habe gesagt, komm, Samstagnachmittag, 15:30, was gibt es Geileres als Hertha Fürth? Nach einer Minute haben wir auf Konferenz geschaltet. Weil ich gesagt habe, sorry, also das tue ich mir jetzt einfach in der ersten Halbzeit nicht mehr an. Ich habe dann in der zweiten Halbzeit wieder reingeschaltet und habe dann auch gedacht, in der 70. Minute mich dritten Pferd, wenn du dann noch sozusagen das 2-0 ist ja genauso eine kuriose Situation mit dem Handspiel, wenn du dann einfach gegen den Zufall spielen musst und auch gegen, ja, sagen wir mal so, das Schicksal ist nicht auf der Seite von Hertha BSC in solchen Spielen. Und das nehme ich mal direkt beim Namen, denn wenn wir uns mal die Statistiken anschauen aus diesem Spiel, dann liegt unsere Hertha in allen statistischen Werten vorne. Also wenn wir mal rechts da oben gucken, 26 Torschüsse, 60% Ballbesitz, wir sind auch mehr gelaufen, wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen, Ecken sind pari pari. Warum, Lukas, reicht es dann trotzdem nicht, dass wir dieses Spiel gewinnen, wenn wir doch in diesen entscheidenden statistischen Werten, wie Zweikämpfe, die ja auch immer sehr viel irgendwie über so ein Spiel aussagen, auch die Laufbereitschaft spricht ja eigentlich dann, wenn wir mehr gelaufen sind, auch für eine gute Mentalität. Wir waren bereit, die Wege zu gehen. Mhm. Und trotzdem steht am Ende 2-1 und 0 Punkte. Wie kann das sein? Ja, zum einen haben wir mit Wladimir Darida immer noch den oder einen der laufstärksten Spieler der Bundesliga. Und oft ist ja das auch in Spielen, die wir verlieren. Das heißt, diese Statistik ist dann nur noch Makulatur. Winston Churchill hat gesagt, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Hier bei Hertha BSC ist es so, guck mal wirklich drauf. Also natürlich hast du 26 Torschüsse, aber der Tabellenletzte aus Fürth hat auch 18. Du dürftest nicht 18 Torschüsse zulassen gegen Fürth. Dann ist natürlich die Zweikampfstatistik, selbst wenn du eine Zweikampfstatistik von 60-40 hast, kommt es ja darauf an, die richtigen Zweikämpfe zu gewinnen. Das steht ja nicht, sind die im Mittelkreis oder sozusagen in dem mittleren Drittel, sondern wenn du hinten wie nach 27 Sekunden und nach 70 Minuten zwei entscheidende Zweikämpfe verlierst und vorne zwei entscheidende nicht gewinnst, wo du sagst, das hätte doch eigentlich ein Tor sein müssen, dann verlierst du so ein Spiel. Und das hat dann vielleicht gar nicht mehr so viel mit Zufall, sondern sehr viel mit Zugriff zu tun. Ja, und wenn wir mal ein bisschen auf die Metaebene gucken, sind statistische Werte auch immer ein Stück weit Orientierung? Ja, aber sie sind keine erlebbare Realität. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn wir auf Statistiken und über Statistiken im Fußball sprechen. Es spricht nicht immer so über diesen Spielverlauf, wie er dann tatsächlich da ist, wenn man sich das Spiel anschaut. Ich glaube, Chelsea ist 2012 gegen die Bayern mit ungefähr 30% Ballbesitz Champions League-Sieger geworden. Und die Bayern wissen bis heute nicht, warum sie dieses Spiel verloren haben. Sowas passiert. Das sind Anomalien im Fußball, weil die Statistik, wie du sagst, nur bedingt aussagekräftig ist, weil man dann eben gucken muss, von Fall zu Fall, wie äußert sich das im Bild? Wie äußert sich das im 5-Meter-Raum? Wo äußert sich auch diese Wachsamkeit, über die wir gesprochen haben? Und ich glaube, am Ende waren die Fürther, egal ob in der 27. Sekunde, in der 70. Minute oder in der 84. Minute vorm Tor, gegen den Ball einfach viel, viel wachsamer. Und es spricht ja Bände, wenn du als Hertha BSC mit einer gewissen offensiven Wucht dorthin kommst und am Ende schießt du ein Tor, das schießt aber der Jüngste und der ist auch noch Innenverteidiger, weil er dann mal nach vorne geht und den reinwuchtet. Vorher muss ja schon was passieren. Dafür haben wir ja genug Offensive auf dem Platz. Das spricht ja wirklich auch ganz viel Entscheidendes. Das sagt dir ganz viel über das, wie dieses Offensivspiel zwar aufwendig war, sehr aufwendig produziert, aber sehr wenig gebracht hat. Ja, und wenn man das Offensivspiel nochmal zu Rate zieht, dann passiert da sehr, sehr viel um den Strafraum herum. Und es wird auch aus allen Lagen geschossen. Stevan Jovetic ist da ein Typ, der das immer wieder probiert, was ja auch sehr gut ist. Aber wenn dann von diesen 26 Torschüssen nur 5 auf das Tor kommen, das gehört ja dann auch zur Wahrheit dazu. Wie gefährlich sind dann tatsächlich solche Aktionen? Trotzdem spricht es ja für eine gewisse Handschrift, die Teil von Korkut etabliert hat. Er will aktiven, offensiven Fußball nach vorne spielen. Das schlägt sich eben dann auch in 26 Torschüssen wieder. Und dennoch steht er bei einem Punkt pro Spiel im Schnitt. Und vor allen Dingen, jetzt kann man immer noch sagen,
ja komm, wir haben gegen die Bochumer, ja, den Bayern-Besieger, ja immerhin einen Punkt geholt. Mhm. Ja, so habe ich mir dann schön geredet, schön am Sonntag habe ich gesagt, guck mal, die Bayern haben 4 Tore gegen Bochum bekommen und wir haben eine ganz, ganz großartige erste Halbzeit gespielt gegen Bochum. Aber es hat dann eben nicht gereicht und am Ende hast du gegen 2 Mitkonkurrenten gegen oder um den Abstieg einen Punkt geholt. Zu Hause einen gegen Bochum, das sind 2 zu wenig und in Fürth musst du eigentlich auch gewinnen. Du hättest wie in der Hinrunde diese 6 Punkte gebraucht. Vor allen Dingen, weil es jetzt gegen Leipzig geht und dann gegen Freiburg. Weil jetzt kommt ja, ist ja plötzlich das obere Tabellendrittel zu Besuch und die brauchen auch noch Punkte. Unter der Woche sagte Taifun Korkut im Interview, er wisse genau, an welche Hebel er ran muss. Welche sind das, Lukas? Ja, den Transferhebel kann er ja nicht mehr meinen. Mhm. Das ist ja geradezu. Ich glaube, er hat ja auch in diesem Kicker-Interview gesagt, dass es kein Mentalitätsproblem gibt. Auch wenn man den Jungs immer nur vor den Kopf gucken kann. Aber er glaubt, dass es kein Mentalitätsproblem ist. Die wollen, die haben Bock, die nehmen den Kampf an. Ja, da muss man sagen, da musst du aber klar auch ans, entweder ans System, was ich aber glaube, was er nicht tun wird. Also du wirst es nachher auch an der Taktiktafel sehen. Es wird wieder dieser alte Zweikampf zwischen Dreierkette, Viererkette. Also Taifun Korkut mit seiner Viererkette. Ich würde eher mit dem Kader eine Dreierkette spielen lassen. Daran wird er nichts ändern. Dann ist der Hebel ja eigentlich zu sagen, wie spielen wir die Idee? Also Rückgriff nochmal auf die erste Pressekonferenz. Er will das Machbare einfach gut aussehen lassen. Das war ja so im Kern die Aussage. Das hat ja bisher in Ansätzen geklappt. Das müsstest du aber nochmal sozusagen, wenn wir über den Hebel reden, noch eins nach oben schieben und sagen, okay, dann müssen wir das aber auch ausspielen. Dann müssen wir gucken, dass wir in diese Offensivsituation kommen, dass wir die Flügel besser besetzt kriegen, dass wir mit den Spielern, die wir haben, noch einen zielorientierteren Fußball spielen. Und du hast es ja angesprochen, noch einen Hebel hinzusetzen, denn du hast das Bochum-Spiel angesprochen, da war es eine sehr gute erste Halbzeit. Dann haben wir jetzt das Fürth-Spiel gesehen, da war es eine bessere zweite Halbzeit. Auch mal über 90 Minuten, dass du unterm Strich sagst, hey, das war ein gutes Spiel. Das war nicht nur das war kein Stückwerk. Das waren nicht nur gute 45 Minuten oder gute 10, sondern wir sprechen mal über gute 90 Minuten. Eine Balance. Und auch das ist ja irgendwie, ich habe da so ein leichtes Déjà-vu, weil ich habe auch das Gefühl, dass wir seit 2 Jahren über diese Balance sprechen. Aber wenn wir jetzt nachher nochmal an die Taktiktafel gehen und sehen, welche Leute auch tatsächlich überhaupt für das Spiel zur Verfügung stehen, gerade in der letzten Kette. Wir reden über Dedrick Boyata verletzt, Maton Dardai verletzt, Jordan Torunariga ausgeliehen. Es fallen immer wieder Leute aus und das muss man natürlich den Rückschluss auf die Balance, inwiefern ist die überhaupt möglich, wenn du ein fragiles Gebilde hast, was immer wieder, wo Pfeiler rausbrechen. Wir reden seit 3 Jahren über Balance, wir reden seit 3 Jahren über Konstanz. So, man muss halt wirklich gucken, wie kann man diesen nächsten Schritt gehen. Und es gibt, also auch Taifun Korkut sagt zwar, er hat die Hebel, aber er hat auch keine echte Antwort. Er hat jetzt auch nicht die große Lösung präsentiert im Kicker-Interview. Und ich glaube, es ist etwas passiert, das ist jetzt vielleicht die unpopuläre Meinung, aber dieses Dortmund-Spiel, wo wir rausgegangen sind und dachten, das könnte die Kehrtwende in dieser Saison sein. Wir schlagen Borussia Dortmund 3-2, Riesen-Euphorie und gehst mit diesem Gefühl in die Pause. Vielleicht aber, wenn man sich das Spiel nochmal mit der ganz neutralen Brille anschaut, waren das auch keine guten 90 Minuten, sondern in der Mitte gute 30 gegen eine Mannschaft, die komplett neben sich stand. Also du hast eine sehr, sehr, als sie sich, wie Taifun Korkut in dem Interview auch gesagt hat, da haben wir uns in einen Rausch gespielt. Es gab diesen Rauschmoment mit diesen 2 sensationellen Toren, eigentlich 3 sensationellen Toren, erst Belfodil, dann Richter, das ist ja alles ganz kurz danach, aber in der zweiten Halbzeit passiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann hast du aber wieder eine Schlussphase gehabt, wo Taifun Korkut in die gesamte Emotionalität, in die Euphorie hineingewechselt hat und dann war 15 Minuten zittern. Das heißt, eigentlich hattest du maximal 45 gute Minuten. Und da muss man sagen, das hat so ein bisschen das getäuscht, das hat darüber hinweg getäuscht, dass es wieder nur 45 gute Minuten waren. Und man hat sich schon weiter gewähnt, als man ist. Das heißt, auch gegen Dortmund waren es nicht 90 Minuten perfekt. Man ist aber mit einem Gefühl dort rausgegangen und gesagt, jetzt sind wir der Perfektion im Stile eines Taifun Korkut schon sehr nahe gekommen. Und das ist, glaube ich, gefährlich. Ich glaube, dass uns dieses Dortmund-Spiel nachhängt. Ich glaube, wenn du da noch das 3-3 bekommen hättest, hättest du vielleicht jetzt den einen oder anderen Punkt mehr. Und trotzdem geht es im Fußball ja auch immer um weiche Faktoren. Und ich glaube,
trotzdem, wenn wir dann nach diesem Dortmund-Spiel nicht in die Pause gegangen wären, dann hättest du das Momentum noch ein bisschen ausdehnen können. Du hättest auf einer Welle schwimmen können. Darum geht es ja auch im Fußball. Wenn, selbst wenn du dich 30 Minuten in einen Rausch gespielt hast, kann das auch manchmal über Wochen hinweg noch tragen, weil wir haben die Humba vor der Fankurve gesehen. Das war ein Schulterschluss, das war etwas Erlebbares, das war auch etwas Emotionales. Und ich glaube, diese Winterpause kam zu einer absoluten Unzeit, weil man hätte da wirklich etwas aufbauen können und noch mehr Substanz schaffen können. Auf diese 30 Minuten, die richtig, richtig Spaß gemacht haben, die auch den Fans Spaß gemacht haben, auf die hätte man aufbauen können. Wenn wir über Momentum sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Leipzig sprechen, denn die haben auch eine sehr ambivalente Saison bisher hinter sich. Sie haben unter Jesse Marsch nicht den erwünschten Saisonstart erwischt. Sie haben aber auch im Sommer einen riesigen Umbruch durchlebt. Sie haben sehr, sehr viele Pfeiler verloren. Stichwort Nagelsmann, Stichwort Sabitzer, Stichwort Upamecano. Kaputt gekauft wurden die vom FC Bayern. Das sagst Kaputt du dann. Kaputt gekauft. Meine Frage an dich jetzt. Jetzt spricht man viel über Domenico Tedesco, 2 Punkte pro Spiel im Schnitt, der erfolgreichste RB-Trainer der letzten Jahre. Liegt es wirklich ausschließlich an Tedesco oder liegt es eventuell auch daran, dass diese Mannschaft einfach Zeit brauchte nach diesem Umbruch im Sommer und dass das sowieso so gekommen wäre, weil diese Mannschaft einen fantastischen Kader hat, der sehr, sehr breit ist mit fantastischen Fußballern und dass eben dieser Umbruch einfach noch über die ersten 10 bis 15 Spiele gedauert hat und dass Domenico Tedesco auch ein bisschen davon profitiert hat. Du meinst, dass man dem Jesse Marsch einfach auch nicht genug Zeit gegeben hat mit dem Kader? Ja, das ist natürlich aber vielleicht obsolet, ist es aber auch, ne? Aber vielleicht, man muss ja bei RB auch sich die Historie angucken. Sie kamen von diesem Hasenhüttl-Fußball, dann war es plötzlich der Nagelsmann-Fußball, der ja so eine ganz klare Handschrift hat. Und Jesse Marsch war ja nicht die Weiterentwicklung von Nagelsmann, sondern es war ein Reflex auch auf Nagelsmann. Sie haben probiert, eine andere Art von Fußball zu spielen, die dann vielleicht gar nicht so zum Kader und dem Personal gepasst hat. Das sieht man ja auch immer wieder. Das beste Beispiel für diesen Tedesco-Effekt ist Silva. Vorne als André Silva, vorne als Stürmer, der hing komplett in der Luft in dem Jesse Marsch-Fußball. Der musste plötzlich als letztendlich ein Boxspieler, also absoluter Strafraum- und Abschlussspieler, der in Frankfurt war, ich glaube, der hat 28 Saisontore geschossen. Das hätte in 20 Jahren oder in den letzten 30 Jahren, glaube ich, 20 Mal zur Torjägerkanone gereicht. Und plötzlich musste der nur gegen den Ball arbeiten, nur laufen und stand deswegen nie dort, wo er in Frankfurt gestanden hat. Tedesco hat ihn weiter nach vorne geschoben. Er ist viel näher dran an der Box, immer im Strafraum, immer präsent. Und er lässt ihn weniger arbeiten, was nicht heißt, dass die nicht weiter gegen den Ball verteidigen. Aber er hat einfach viel mehr Möglichkeiten, in den Abschluss zu kommen. Hat auch eine sehr variable Offensive dahinter. Und das ist schon die Handschrift von Domenico Tedesco. Da hast du vollkommen recht. Unter Jesse Marsch wurde ja auch dieser radikale Wandel nochmal zu noch aggressiverem Pressing. Sowohl im Pressing als auch im Gegenpressing. Es ging nur noch hin und her. Und André Silva ist kein Pressingstürmer und es ist ein dosierteres Pressing unter Domenico Tedesco. Das ist einer der größten Aspekte und ich habe mal eine Szene rausgesucht, wo wir das ganz schön sehen. Stichwort André Silva, denn wir können mal draufschauen, wenn wir mal oben auf André Silva achten. Er will eigentlich, hast du diesen Schritt gesehen? Mhm. Er will eigentlich in diese Pressing-Situation wieder reingehen. Also wir lassen nochmal laufen. Vorne André Silva in der Mitte. Er will eigentlich drauf, zack und geht nochmal zurück. Er reiht sich wieder ein und geht eben nicht vorne drauf. Das ist kräfteschonender für ihn, weil er eben nicht immer den IV der gegnerischen Mannschaft anlaufen muss. Und das kommt seinem Spiel eben sehr, sehr, sehr zugute. Also das eigentlich eine sehr, sehr gute, beispielhafte Szene dafür, wenn wir über André Silva sprechen, dass er eben kein Pressingstürmer ist und in diese Rolle auch nicht reingepresst werden muss. Ja, weil du natürlich komplett recht hast. Er spart halt genau diese Körner, dieses bisschen Kraft, das ist ja auch eine mentale Frage. Also Kraft ist ja nicht nur der Sprint, den er noch ziehen kann in der 82. Minute, um dann bei einem Konter noch präsent zu sein oder den einen Schritt schneller zu sein im 5-Meter-Raum als der Gegenspieler. Es ist ja auch eine mentale Kraft. Also ein dauerhaftes Pressing ist ja auch eine geistige, eine kognitive Ermüdung. Ja. Das fällt weg. Das heißt, du bist auch noch in der 87. Minute frisch genug, um den einen Schritt zu geben, um vielleicht mal den Gegner unter Druck zu setzen, um den wegzuspitzeln, um bei einer Ecke einfach schneller zu sein. Es geht ja ganz viel darum, es wird extrem viel trainiert im heutigen Fußball, wie der Kopf schneller wird. Und wenn der Kopf müde ist, bist du halt auch geistig nicht mehr so frisch. Und auch das spart ihm die bisschen Kräfte. Und deswegen glaube ich, dass dieses System besser ist für ihn. Zumal, nochmal, diese Offensive dahinter, egal ob das Schauberschlei spielt, Olmo, Nkunku oder auch Forsberg, ein Spieler, der, glaube ich, bei 15 von 18 Bundesliga-Vereinen Stammspieler, wer kommt von der Bank?
die haben ein Riesenpotenzial und die entfalten sich gerade. Und dieses, was dann da gespielt wird, teilweise so ein RB-Rondo, ist schon sehr, sehr gut anzugucken. Soll übrigens nicht darüber hinwegtäuschen, ja, sie machen ein dosierteres Pressing, sie verteidigen aber dennoch sehr, sehr hoch. Also sie haben neben den Bayern die höchste Verteidigungslinie, also sie verteidigen rund 38,6 Meter vor der eigenen Torauslinie. Und nur mal zum Vergleich, Hertha 32,2 Meter, das ist Liga Minus. Also wir stehen sehr tief und sie stehen sehr hoch. RB Leipzig hat oft mehr Spieler in der gegnerischen Hälfte als Mitglieder. So, die Spitze ist durchaus erlaubt hier. Also nochmal zum Mitschreiben, 9. die hohe Verteidigungslinie bietet natürlich auch Möglichkeiten für Konter. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das ist jetzt unser Hoffnungsschimmer. Ich will es nicht als der Hoffnungsschimmer platzieren. Aber es ist nun mal eine Sache, die man nicht von der Hand weisen darf und kann. Und wenn wir auch über die Bayern sprechen, das ist ja ihre Achillesferse. Und in Teilen hat diese Achillesferse auch RB Leipzig. Also eine hohe Verteidigungslinie bietet auch immer die Chance, gut umzuschalten. Dosierteres Pressing unter Tedesco, aber eben auch mehr Lösungen im eigenen Ballbesitz. Also es geht eben nicht hin und her, dieses Ping-Pong-Spiel, sondern sie versuchen, längere Ballbesitzphasen zu haben. Das meine ich ja. Und auch das ist ja auch kräftesparend, den Ball zu halten. Und sie haben die Spieler dafür. Da kann ja jeder alles am Ball. Also ich will die jetzt auch nicht zu groß machen, aber nochmal, auch in einer schwächeren Hinrunde haben sie 6 Tore geschossen gegen Hertha. Das sind einfach sehr, sehr gute Fußballer. Und wenn die plötzlich anfangen zusammenzuspielen, weil der Trainer passt, du hast einen Silva, du hast einen Olmo, der potenziell einer ist, der kehrt irgendwann, das sage ich jetzt hier, der kehrt irgendwann zum FC Barcelona zurück. Er kommt ja aus der Jugend, hat ja diesen Umweg über Zagreb gemacht. Das ist ein potenzieller Spieler für den FC Barcelona. Sie haben einfach so gute Spieler. Nkunku bin ich auch ganz gespannt, wo der nächste Saison landet, weil der ist potenziell auch schon fast 1 zu groß für die Bundesliga. Und wenn die natürlich diese technische Überlegenheit, also war ja auch im Spiel gegen Köln so, natürlich stehen sie hoch und so, aber wenn sie den Ball laufen lassen, sind sie mit dem Ball, glaube ich, neben den Bayern das beste Team in der Liga. Gegen Köln aber auch nur 6 Torschüsse, das gehört auch zur Wahrheit dazu, daraus 3 Tore gemacht, brutal effektiv. Schauen wir nochmal auf eine Szene und da können wir mal auf Angelinho achten, der an rechten Bildrand ist mit der Nummer 3. Auch hier hat er eigentlich das Mindset, okay, ich könnte nach vorne gehen, dreht aber nochmal ab und sie spielen nochmal hinten rum. Auch das wäre unter Jesse Marsch anders gelaufen. Da wäre der Ball auch überhaupt gar nicht versucht worden, in diesem spielerischen eigenen Drittel zu halten, sondern der wäre direkt nach vorne gegangen. Also sie versuchen, die Angriffe ruhiger und geduldiger vorzubereiten. Auch das ist ein Mittel unter Tedesco, aber dass sie trotzdem im eigenen Ballbesitz, und da können wir auch nochmal drauf schauen, auch Probleme haben, zeigt das hier. Die Kölner pressen hoch, laufen an. So, und dann zwingen sie die Leipziger zum langen Ball von Angelinho und können den relativ einfach verteidigen. Also im eigenen Ballbesitz fehlt es manchmal auch an dem Mindset, kreative Lösungen zu finden. Das ist dann tatsächlich der hoffnungsvolle Ansatz, weil was hat uns denn beiden, und das weiß ich, weil wir darüber gesprochen haben, so gut gefallen an dieser ersten Hälfte gegen Bochum? Dass die total giftig draufgegangen sind. Das war mit das höchste und effektivste Pressing, was ich bei einer Hertha-Mannschaft in den letzten Jahren gesehen habe. Also Maulida ist raufgegangen, Darida, Ascasiba geht eh immer drauf. Der weiß immer gar nicht, Gegner, Mitspieler, egal, Hauptsache ich gehe drauf. Aber da waren immer dran, giftig, nah am Gegenspieler. Die Bochumer, das weiß ich auch, in den ersten 20 Minuten, das haben die auch die Kommentatoren damals auch gesagt, die kennen die Hertha so gar nicht. Und das hat so Spaß gemacht, weil natürlich durch diesen Druck, wenn du einen ständigen Druck auf der Viererkette hast, du zwingst sie zu Fehlern. Entweder zu Fehlern oder auch zu langen Bällen, aus denen sich dann wieder Fehler ergeben, weil du den Ball ja sozusagen im Zweikampf an der Mittellinie wieder gewinnen kannst. Und das hat gegen Bochum so gut geklappt und du hättest in dieser ersten Halbzeit 2-3-0 führen können, weil das Pressing effektiv war. Das ist dann sozusagen meine Hoffnung. Wenn sie das schaffen, mannschaftlich so geschlossen ins Pressing zu kommen, so hoch zu stehen, so giftig anzulaufen, dann kannst du es schaffen, die Leipziger auch zu übertölpeln und dann vielleicht in der ersten Halbzeit deine Bude zu machen, dann eklig zu verteidigen. Das ist das, was ich erwarte. So, wenn wir nochmal auf die Szene gucken, wir können noch einmal drauf schauen, da sehen wir eben auch, dass die Kölner mit 2 Leuten anpressen, aber wenn sie sich eben die Leipziger aus dieser Pressinglinie lösen können und diese überspielen, dann wird es halt gefährlich, weil dann rückst du auf und dann können sie halt ihr Umschaltspiel durchführen und dafür haben sie genügend Tempo, dass es dann schwer wird, da hinterher zu kommen.
Jetzt stehen wir hier an der Taktiktafel, Lukas, und du hast gerade schon ein bisschen deinen Ansatz verraten. Also in der Anfangsphase vielleicht früh aggressiv draufgehen, ein Türchen machen und dann eklig defensiv verteidigen. Mit welchen Männern möchtest du das angehen? Ja, erstmal, weil wir ja natürlich in sehr unruhigen Zeiten leben, musst du mir ganz kurz sagen, Stark fällt definitiv aus. Genau, Niklas. Klünter ist aber, steht zur Verfügung. Das nur als Frage. Stand jetzt. Stand jetzt, wunderbar. Gut, dann probieren wir es doch mal. Also, Schwolo im Tor. Mhm. So, und dann würde ich einen Rückgriff, erinnerst du, nicht, du dich noch an diesen Abstiegskampf unter Dardai, unter anderem dieses geile 3:0 gegen Leverkusen zu Hause? War das 3:0? Das war mit, ja, mit so, unter das beste Spiel. Da haben wir eine interessante Geschichte gehabt, einen interessanten taktischen Griff, nämlich Klünter als dritten IV. Hat er öfters gespielt. Genau, so, weil vor ihm Sefuig war, der ja nicht weiß, wie man nach hinten spielt und verteidigt. Deswegen ganz gute Lösung dort. Dann würde ich Kempf spielen lassen. Und wieder genesen, ist und wieder Gechter, ja? Da ist es, da hat man ganz viel Körpersprache gesehen gegen Bochum und deshalb auch sofort, warum ihn Bobic geholt hat, weil sofort Präsenz auf dem Platz war. Da. Und wenn der Stark mal überlaufen wurde, war Kempf da und hat das einfach weggeblockt. Und dann finde ich natürlich schön, dass die beiden zusammen auch wie eine Aufforderung klingen. Also Kempf, Gechter, finde ich schon mal super, ist einfach auch vom Wording her sehr schön. Ich finde das aber eine ganz geile, mobile Dreierkette, wo du hier rüberschieben kannst, Kempf sozusagen fast so eine Libero-Position, Gechter auch so ein bisschen freier daneben und dann und kannst, sehr schnell. Genau, Klünter, dadurch kannst du dann nämlich, weil er natürlich auch, das kann sich dann ja schnell in eine Viererkette entwickeln, hier würde ich Björkan spielen lassen, deswegen, das muss ich haben, das wechselt hier aber auch immer verrückt. So, Björkan, so, dann hast du das. Das heißt, so, erstmal da, wegen der Power, ich mag das, diese Power, die er reinbringt. Und hier kannst du dann Richter spielen lassen, weil du, wenn Richter natürlich in die Mitte zieht oder auf den Flügel weitergeht, kannst du ganz schnell mit Klünter eine Viererkette entwickeln. Der geht dann einfach, der füllt die Lücke hier. So, deswegen finde ich das als Fünferkette total spannend. Und Marco Richter hat endlich mal wieder einen Platz im Team. Das ist in dieser Saison neben Jovetic mein absoluter Lieblings-Hertaner in der Offensive, gerade auch in diesem Dortmund-Spiel und so. Der war immer mit einer der Besten gegen Augsburg, wo er Ding wegspitzelt. Dann dieser völlig verunglückte Fallrückzieher gegen Gladbach. Aber es waren die großen Momente der Hinrunde und ich will ihn sehen. So. Und dann natürlich, wo ist er? Der Beißer. Für mich der konstanteste Hertaner, wo man immer weiß, okay, selbst wenn es nicht läuft, er läuft. Zuletzt ja auch aus der Startelf ausrotiert, ne? Genau. Ja, aber ich würde ihn da gerne sehen. Mhm. Und dann, obwohl ich immer noch hoffe, dass er irgendwann mal den Durchbruch schafft, ich kann die beiden aus Erfahrung aus dem Hinspiel nicht zusammenspielen lassen, weil dann haben wir keine Chance. Das ist einfach statistisch erwiesen. Also müssen wir uns was überlegen. Und dann würde ich ganz gerne mit Darida und Ecklenkamp spielen, weil der Junge hat unglaublich viel Potenzial. Er muss aber oft auf den Flügel und da ist er total verschenkt, weil Kopfball stark, nah am Zentrum, viel, viel besser aufgehoben. Ich sehe den als Achter oder sogar in so einem Zehnerraum. Also der mit ihm, mit Darida zusammen, das wäre mein Dreier-Mittelfeld. Das zählen wir mal durch, alter Mann. Drei, es fehlen noch zwei. Sechs, acht, es fehlen noch zwei und das ist klar. Pärchenbildung bei Taifun Korkut. Jovetic, der Mann, der das alte Nasenpflaster von Olaf Marschall wieder in Mode bringt, finde ich sensationell, dass er das macht. Einer muss es tun. Und dann natürlich Belfodil, wo ich immer noch denke, das ist ja ein Schlangenmensch gefangen in harten Baumrinden. Oder wie der RBB gesagt hat, ein Tanzbär, der sich beim Ballett verirrt hat. Aber er ist einfach technisch und in der Bewegung am Ball und mit Jovetic zusammen und mit dem Rücken zum 16er einfach ein sehr guter Stürmer. Und das wäre eine Mannschaft, wo ich sage, da gehe ich ins Stadion und habe auch Bock und gucke mir mal an, was die mit den Leipzigern machen. Also, Lukas Vogelsang sieht den Vorteil auch in einer taktischen Variabilität. Aus einer Dreierkette kann relativ schnell eine Viererkette generiert werden, eben dann, wenn Richter reinzieht und Lukas Klünter als etatmäßiger Rechtsverteidiger rausrückt. Ziemlich schlauer Kniff, finde ich. Also ich kann das alles sehr gut nachvollziehen. Und jetzt, passt auf, unter der Woche hat RB Leipzig gegen Real Sociedad in der Europa League gespielt. Und Real Sociedad, eine spanische Mannschaft, eigentlich eine Mannschaft, die sehr offensiv spielen möchte, hat Folgendes getan gegen RB Leipzig. Haben in einem 5-4-1 gegen den Ball gestanden, haben ein frühes Tor in der 8. Minute gemacht und haben dann eklig verteidigt und haben einen Punkt, 2:2, gegen RB Leipzig geholt. Folgendes sagte dazu Taifun Korkut. Was sie vorgemacht haben,
da können wir uns auch ein Stückchen abschneiden, war eine sehr, sehr hohe Disziplin gegen den Ball vor allem und das Arbeiten gegen den Ball. Also da hat sich keiner rausgenommen, von ganz vorne bis hinten, da waren alle sehr, sehr konzentriert. Dass sie sehr defensiv standen, ja, es gab weite Wege zum Tor der Leipziger. Am Ende, soviel ich weiß, waren es 3 Torschüsse und 2 Tore. Also eine unheimliche Effektivität gehabt, die wir jetzt in den letzten Wochen nicht hatten. Aber wir werden uns mit Sicherheit in dem Spiel nicht mit 3 Torschüssen begnügen. Also wir wollen mehr aufs Tor schießen, öfter aufs Tor schießen. Und wenn wir dann aber auch es schaffen, 2 Tore zu schießen, dann haben wir eine gute Chance, auch das Spiel zu gewinnen. Also, Taifun Korkut möchte nicht nur 3-mal aufs Tor schießen, sondern öfter, aber auch. Er hat diese Arbeit gegen den Ball, diese hohe Kompaktheit von Real Sociedad gelobt. Und er war auch im Stadion mit dem gesamten Trainerteam. Er hat doch dort gespielt selbst, ja, oder? Genau. Er hat bei Real Sociedad San Sebastian hat er ja gespielt. Ja. Er kennt ja den spanischen Fußball auch gut, weil er dort lange war. Er muss es wissen. Und ich sag dir aber eins, Torschüsse hin oder her, 3, 6, wenn die diesmal 13 Mal aufs Tor schießen statt 26 Mal, aber es fallen 2 Tore, ist uns ja schon geholfen. Also. Und das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt. Ich persönlich sehe uns nicht in der Lage oder in der Situation, dass wir uns brüsten können mit 26 Torschüssen, aber 0 Punkten. Wir müssen resultatorientiert jetzt Fußball spielen. Und genau das hat Real Sociedad auch gegen Leipzig gemacht. Die haben ihre eigentlichen Prinzipien über Bord geworfen, den schönen, attraktiven Tiki-Taka-Fußball, und haben gesagt, nein, wir wollen unbedingt einen Punkt aus Leipzig entführen. Das haben sie geschafft. Also Lukas, meine Frage, müssen wir dieses Prinzip, was unter Taifun Korkut etabliert wurde, offensiven, torschussreichen Fußball zu spielen, ein bisschen über Bord werfen, weil es jetzt eben ums nackte Überleben geht? Naja, wir beide haben ja unter Grausen schon festgestellt, dass es nur noch 11 Spieltage sind. Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase der Saison angelangt, gerade im Abstiegskampf. Und nichts anderes ist es. Alles andere wäre beschönigt. Das ist jetzt harter Abstiegskampf. Du musst gucken, dass du am Ende 3 Teams hinter dir lässt. Und das ist eine Phase der Saison, wo wir eigentlich schon ins Phrasenhafte übergehen müssen. Den Kampf annehmen, beißen, kratzen. So, da, das ist es. Das klingt oft so plakativ. Ist es vielleicht auch, aber da ist ganz viel Wahrheit drin. Also du musst dann eben mal, wie früher in der Kreisliga, das Ding eben auch mal auf die Tribüne kloppen. Du musst dann auch mal gucken, ey, ich pack die Grätsche aus, ich pack die Brechstange aus. Das ist wirklich, was alles so klingt wie aus dem Setzbaukasten aus der Sportschau von 1984. Aber das stimmt. Du musst auch jetzt ein bisschen die Phrase mit auf dem Platz haben und sagen, wir kratzen, beißen, wir verteidigen, wir müssen über den Kampf ins Spiel finden. Das stimmt alles. Das sind Plattitüden, aber sie stimmen hier. Du musst den Kampf, den Abstiegskampf jetzt sichtbar annehmen. Und ich will, habe ich aber auch schon mal gesagt, die müssen jetzt nicht 3 Doppelpässe spielen, so wie der VfL Bochum, ja, mit jedem Doppelpass den Gegner nass. Nee, gar nicht. Einfach nur physisch, körperlich das Ding. Und wenn du am Ende nach einer Ecke und einem Freistoß 2 Tore machst, wäre doch auch mal schön. So, dann darf zwar Darida die Freistöße nicht schießen, dann musst du sich mal überlegen, wer die Freistöße schießt, aber eine gute Ecke, mal ein Kopfballtor, mal ein Standard, den man rausholt, mal auf den Elfmeter gehen, sowas. Dreckiger Sieg, reicht doch. 2-1 gegen Leipzig, fragt nachher niemand mehr, wie es zustande gekommen ist. Und um Taifun Korkut da nochmal zu zitieren, die einfachen Dinge außerordentlich gut machen. Und die einfachen Dinge sind eben auch Grätschen, sind ein gewonnener Zweikampf. Wir haben 10.000 Fans heute im Stadion, was ganz wunderbar ist. Und wenn dann eine gelungene Grätsche eventuell auch gefeiert wird, dann spürst du diese Euphorie. Standards. Genau. Hol die Ecken raus, hol die Freistöße in Strafraum näher aus und dann guck, was passiert. Lass den Jovetic doch mal 2 Dinger direkt aufs Tor schießen, vielleicht fällt einer rein. Das ist die Hoffnung. 2-1, mein Tipp auch, 2-1 gegen Leipzig, fragt am Ende, wenn wir 15. werden, niemand mehr nach. Also heute Abend um 19.30 Uhr steigt die Partie gegen RB Leipzig im Olympiastadion. 10.000 von euch dürfen vor Ort sein, darüber freuen wir uns sehr. 2 von diesen 10.000 seht ihr hier sitzen. Wir werden auch im Stadion sein und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Danke dir, Lukas, das hat Spaß gemacht. Schön. Bis nächste Woche.